am 22. Februar 1945 um 13.05 Uhr sind 19 Bomber über Wallhausen geflogen und haben ihre tödliche Last abgeworfen. Es sind mehr als 50 Menschen zu Tode gekommen. Viele sind auch hier auf unserem Friedhof beerdigt worden. Es sind Häuser zerstört worden. Es war eine sinnlose Aktion zum Ende des Krieges. Und besonders hat es auch uns als Kirchgemeinde betroffen. Die Kirche wurde so stark zerstört, dass der Turm gesprengt werden musste. Und erst 1957 konnte dann der Rest des Chores zu einer kleinen neuen Kirche wieder aufgebaut und geweiht werden. Es ist jetzt schon zu einer langen Tradition geworden, dass wir jeweils an diesem Tage den Toten gedenken und die Glocken läuten 5 Minuten, um den Menschen bewusst zu machen, dass wir alles tun müssen, um so etwas für die Zukunft, für alle Zeit zu verhindern.